Hi Leute, willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Let's Play Codename Steam. Wir haben beim letzten Mal hier mitten in der Runde aufgehört. Was ja daran liegt, dass ich die Parts momentan nicht so lang machen will. Einfach weil ich sonst Zeitnot bekomme. Fuck. Okay, ich lasse es. Löwe, gut gekämpft, kannst wieder zurück. So, Henry. Das sieht echt nicht gut aus, unsere jetzige Position hier. Die Frage ist, wo ist Zahnrad Nummer 3? Ist das da hinten irgendwo? Hinter? Man weiß es nicht. Was ich auf jeden Fall weiß, ist... dass ich mit dem Widderpanzer ja eigentlich gerne durch möchte. Das aber gerade nicht so schaffe, wie ich es mir vorgestellt habe. Ja, dann bleibe ich halt hier stehen. So, komm, scheiß drauf. Cool, Quap kriegt was ab. Fliegt natürlich genau in Reichweite von dem blöden Riesenviech da hinten, war ja klar. So, jetzt testen wir wohl mal aus, wie viel der Panzer wohl in Wirklichkeit aushält. Ich glaube, Quickbop ist tot. Aber Quickbop ist sowas von tot. Jetzt schießt das große Vieh noch auf ihn, also auf Wiedersehen. Der Panzer ist auch down, das gibt's einfach nicht. Ach nee, das Ding schießt jetzt auf Quipquap und nicht auf den Panzer. Okay, Quipquap ist tot. Der gefiel mir auch überhaupt nicht. Die Pinguinwaffe ist sowas von useless. Leider müssen wir ihn in dieser Mission mitnehmen, aber wenn wir das nicht tun müssten... dann hätte ich den definitiv nicht mitgenommen. Okay. Bleib mal weiter hinten und versuch die Viecher kaputt zu schießen. Okay, das klappt nicht. Versuche ich die Viecher kaputt zu schießen. Okay, der Panzer geht in dieser Runde down. Das ist jetzt sicher. Wir werden das auch nicht schaffen. Wir müssen das Riesenviech da hinten erstmal legen. Okay, ich sehe, das ist jetzt ein Zahnrad. Immerhin das. Immerhin eine Kleinigkeit, die uns voranbringt. Ich kann mit dir nichts anderes machen, außer zu versuchen, irgendwie dran vorbeizukommen. Geht auch nicht. Ich wollte doch nur Platz machen, Mann. Ich komme da echt nicht dran vorbei, ne. Ja, gut. Was soll's. Tom ist tot. Henry wird sterben. Oh, bringt das Vieh sich jetzt selber um. Also, Tom ist tot, Henry wird sterben und Quipquap ist, ne, tot. So, schießen die beiden noch auf Henry und damit bleibt nur noch Löwe übrig. Mit Löwe muss ich jetzt alleine zwei Zahnräder besiegen, also einsammeln und das Riesenviech besiegen. Natürlich, schaffe ich doch mit Leichtigkeit. Lief richtig gut, bis zur Situation hier vorne, wo die Augen erschienen sind. Dann war es vorbei, dann ging gar nichts mehr. Bis dahin lief alles brillant. Alle Full Life. Ich bin bis in der Kurve gekommen, aber danach ging gar nichts mehr. Ich bin keinen Schritt mehr vorangekommen seitdem. Ja, ich schnapp mir das Zahnrad. Und geht dann in diese Richtung hier.
Okay, warte mal. Ich kann von hier aus drauf schießen. Und es macht so wenig Damage, dass man noch nicht mal sieht, dass ich auf ihn geschossen hab. Das ist keine gute Ausgangsposition. Es ist nur noch Löwe übrig. Fuck! Und ich wollte gerade noch sagen, solange uns hier keiner sieht, haben wir noch eine Chance. Und genau in dem Moment läuft dann um die Ecke und es ist aus. Und Game Over. Ja, es lief halt echt gut. Bis zur Stelle. Fuck. Versuchen wir es nochmal neu. Aber ich bin fast der Meinung, dass wir mit unserem jetzigen Team hier keine Chance haben. Ich glaube, ich sollte statt Sawyer lieber unsere Heilerin mitnehmen und hoffen, dass ich ein bisschen gegenheilen kann. Moment, das wäre eine Möglichkeit gewesen, da habe ich überhaupt nicht mehr dran gedacht. Ich hätte mit Henry den Panzer noch heilen können, damit er den nächsten Schuss aushält, statt versuchen, mit an ihm vorbeizugehen, mich dabei zweimal selbst zu überrollen. Das wäre, glaube ich, tatsächlich schlauer gewesen. Ah, das war jetzt schon ein scheiß Start. Wo? Ready. Okay. Alien sighted. Tom is on the job. Okay. On the prowl. Ja, weißt du was? Wir starten das nochmal neu. Ich habe einige Sachen falsch gemacht. Quipcorp da jetzt quasi komplett offen stehen zu lassen, ist eine vollkommen dumme Sache. Denn wir würden nämlich jetzt nächste Runde von drei Leuten angegriffen werden und wäre schon nur noch Half-Life. Den Gegner zur Seite zu stoßen war auch dumm mit Tom. Jetzt hätte keiner mehr einen Zug gehabt, das war ein ziemlich, ziemlich schlechter Start. Den kann ich besser. Player's turn. Also starten wir mit Quipcorp. Quipcorp geht hier hin. Und wirft hier einen Pinguin drüber. Sodass der den da hinten in die Luft sprengt. So, das war besser. Jetzt kommst du, siehst den. Schießt auf den drauf, killst den fast. Perfekt. Jetzt kommst du. Na, was ist? Ich hab noch was. So. Killst den und landest gleichzeitig drüben. Damit sparen wir uns nämlich eine komplette Runde. Und dann kommt Tom. Sammelt sich hier das Schild ein. Und ballert den einmal. Und ballert den einmal. Dann können wir nochmal einen Schritt gehen. Nein, das war dumm. Das... Fuck! Und gleich wieder neu starten. Tom ist nämlich nächste Runde tot. Geil, das läuft ja richtig, richtig Hammer läuft das. Boah, ist das eine coole Runde. Oh, ja, weißt du, ich kann den Part hier eigentlich schon fast bei 9 Minuten beenden, als ob ich in diesem Part noch irgendwas schaffen werde. Ich habe vergessen, dass der blöde Drecks-Scheiß-Pinguin da rechts hier die Deckung weggesprengt hat. Da habe ich überhaupt nicht dran gedacht. Und ich konnte uns natürlich der nächste anvisieren und gleich mal töten. Lass es, wir kennen das Level. Player's turn. It seems there's some sort of alien commander inside the building. Get inside and find out what you can. So, Tom. Ne, erstmal du. Spotted one. Okay, reicht ja schon. Der macht ja 90 Damage und die haben 100 Leben. Das heißt, das bisschen Damage, was wir gemacht haben, reicht schon vollkommen aus.
Warte, da hatte ich es gerade eben wieder. Es geht, wir haben es letzte Runde gemacht und eben war es auch wieder kurz da. Na, komm schon. Ich weiß, dass es geht, jetzt mach's. Das kann echt nicht so kompliziert sein, Mann. Alter. Wie jedes Mal irgendwas anderes schief geht. Irgendwas anderes läuft jedes Mal schief. Dass ich niemals auch nur einen einzigen Zug mal so hinkriege, wie ich es haben möchte. Das schafft dieses Spiel es tatsächlich mega zu frustrieren, weil es jedes Mal irgendwas anderes schief geht. Wunderbar, jetzt Löwe. Komm schon, ja. Da hatten wir es doch eben. Yes! Warum war es denn eben so kompliziert? Was? Der hat doch angezeigt, dass er den trifft. Will er mich verarschen? Alter, wie gesagt, wie jedes Mal irgendwas anderes schief geht. Er zeigt an, dass er trifft, ich schieße und dann springt er neben. Manchmal verstehe ich die Welt nicht mehr in diesem Spiel. Manchmal verstehe ich es ja echt nicht. Ich verstehe manchmal nicht, was jetzt hier irgendwie anders berechnet wird als vorher, damit es dann plötzlich nicht mehr klappt. Okay, fangen wir jetzt direkt mit euch an und nicht mit... Ach, der Kugelkopf steht hier im Weg. Das ist so eine Scheiße, so. Okay. Wie gesagt, jede Runde geht irgendwas anderes schief. Diesmal war es der Schuss von Henry. Gleich haben wir alles durch. Wahrscheinlich müssen wir den Pinguin noch einmal daneben setzen. Wir sind jetzt echt bei 13 Minuten und haben es in der Zeit geschafft, das Level 7 mal neu zu starten, aber mehr nicht zu schaffen. Ja, wir kennen das Level. Meine Fresse. Geh jetzt aus dem Weg, du Vollidiot. So. Jetzt triff, du Spacken. Okay, nur wenn er noch vorne atmet. Yes. Okay, am liebsten würde ich jetzt speichern. Okay, warte, jetzt habe ich das vergessen. Ist jetzt aber auch egal. Komm, schießen wir den einmal ab. Schießen wir den einmal ab. Sehr schön, es ist betäubt. Schießen wir das nochmal ab. Nochmal. Verdammt, sind die Explosionsfässer nicht mehr in der Nähe. Egal. Dann treffen wir halt die Schwachstelle. Ich hab's echt geschafft, den noch daneben zu setzen. Ich bin so dumm. Nächste Runde wird Tom wieder sterben. Wie gesagt, jede Runde geht irgendwas anderes schief. Diesmal war es das. So, Henry kann noch einen Schritt laufen. Das heißt, wir können jetzt nächste Runde auch alle den komischen Vollidioten aus dem Weg gehen. Das war so unnötig, dass wir diese Gegentreffer kriegen. Das war so unnötig. Kommen wir jetzt zu dir. Ach, die Augen spawnen. Ich wollte gerade schon sagen, warum kann ich mich nicht bewegen? Na dann, drauf da. Ich habe nicht mehr genug Dampf. Scheiße. Nein, ich dachte, ich brauche nur einen zum Schießen, aber das war ja Tom. Oh,
Queequeg. The enemy stay close. Okay, ich gehe dahin. Ja. Und mit Tom gehe ich immerhin bis hierhin. So. Da kommst du. Und das oberste Ziel mit dir ist, außer Reichweite von dem Vollidioten zu kommen. War das noch nicht beim letzten Mal zu? Ich konnte die doch beim letzten Mal einfach rüberrennen, oder nicht? Dann muss ich halt hier beenden. Ich hatte irgendwie im Kopf, dass ich da beim letzten Mal einfach rüberrennen konnte. Löwe kriegt wieder unnötig Schaden. Diesmal hoffe ich aber Löwe nicht. Diesmal vergesse ich hoffentlich Löwe nicht, das wollte ich sagen, Mann. So, Auge weg. Nerviges Scheißauge. Okay. They're on to me. Immerhin drauf geschossen. So, dann kommst du. Und schickst deinen Pinguin los. Und dann schicken wir noch einen los. Der trifft beide, ne? Geil. Okay, auf solchen großen Flächen ist er doch nicht so bescheuert. Aber es gibt Momente, der doch ziemlich schlecht ist. So, schleiche ich mich mit Löwe mal vorsichtig hier rum. Ich bin nämlich immerhin hier schon reingekommen. Was steht hier eigentlich dran? Und wieder ist es eine Zeit für den jährlichen Hummelfestschmaus. Wie viel wird ihr Hummer, ach nee, Hummer verdrücken? Haha, lustiger Witz. Wir essen keine Hummer, sondern es geht darum, wer die sicher Hummer mehr isst. Gut, jetzt spawnen die beiden Kackviecher bei uns über dem Spawn, richtig? Nee, noch nicht. Nee, doch. Ich wollte gerade schon sagen, sind wir noch eine Runde weiter, aber nein, jetzt kommen sie doch. War da beim letzten Mal auch ein Auge? Ich könnte wetten, dass hier beim letzten Mal keine Augen waren. Okay, ich komme gerade noch so aus der Reichweite. Und dann kann ich halt leider nicht mehr schießen, aber doch, ich kann so immerhin noch mal schießen. Aber ich glaube, es ist fast besser. Wie viele Schritte brauche ich? 1, 2, 3, 4 brauche ich dafür. Fuck, schaffe ich nicht. Das heißt, ja. Dann mache ich es halt so. Mit dir keine Münzen einsammeln. Interessant. Was war das? Oh nein, ich bin gegen Explosionsfässer gefahren. Ich bin so dumm. Na, selber schuld, dass ich dein Leben verloren habe. So, Good Crop ist noch übrig. Dann kann ich mir mit dir das Leben hier schnappen. Und jetzt noch Löwe. Moment, wie habe ich das beim letzten Mal gemacht? Ich bin hier hingegangen. Hab einmal auf den geschossen. Oh, diesmal treffe ich die Schwachstelle. Sehr gut. Hab einmal auf den geschossen. Scheiße, hätte ich fast nochmal schießen können, ne? Scheiße, diesmal treffe ich sie nicht. Ach, wäre ich einfach stehen geblieben. Hätte ich zweimal die Schwachstelle getroffen, wäre nächste Runde tot. Fuck, ich dachte, der bleibt einen weiter vorne stehen. Hätte uns nämlich nicht getroffen und auch nicht mehr gesehen. Läuft aber wieder gar nichts gerade. Sieht so aus, als würde ich den Part genau an derselben Stelle beenden, wo ich den Part gestartet habe. Weil die 20 Minuten sind wieder rum, wir sind genauso weit, wie wir waren, als der Part gestartet ist. Theoretisch könnte ich den Part einfach löschen, keinen wird es auffallen, weil wir im letzten Part genau da geendet sind, wo dieser hier endet. Aha. Okay, direkt hinter Löwe spawnen 2.
Finde ich nicht so geil. Deswegen schleiche ich mich mit Löwe mal langsam dran vorbei. Ich schnapp mir hier das Leben und beende den Zug dann mal hier. So, was mache ich mit Henry? Mit Henry gehe ich jetzt allererstes mal aus dem Weg. Dann wechsle ich auf den Erste-Hilfe. Ich kann den Panzer nicht heilen. Also ist der ganze Plan wieder für den Arsch. Fange ich mal mit Quick-Quick an. Du schickst den Pinguin da durch. Ernsthaft, das war's schon? Nichts gelingt. Jetzt werden die nächste Runde ihn hier abschießen. Es gelingt einfach nichts. Nimm das, du Kackviech. Er stirbt natürlich nicht. Okay, aber immerhin. Kann ich die von hier aus schon mal nerven? Nächste Runde werden sie tot sein. Löwe habe ich schon gemacht, ne? Jawohl. Zug beendet. So, vor denen habe ich Angst. Ja, das habe ich nämlich schon fast befürchtet, dass die beide treffen mit ihrem Schuss. Und doppelt schießen können. Das war meine größte Befürchtung, sie ist wahr geworden. Was? Ist irgendwer gestorben? Hat jetzt seinen Kumpel umgebracht? Okay, das ist gut. Das finde ich okay. Das kann man ruhig mal machen. Da bin ich mit einverstanden. Ja, dann zeig doch auch Tom, wenn du einen siehst. Warum habe ich das denn verlangsamt laufen? So, die sind jetzt eh beide tot. Also Tom. Oh. Jetzt kommen die Augen wieder. Alles klar. Komme ich noch in Deckung? Nein, ich komme natürlich gerade so nicht mehr in Deckung. Tom wird also abgeschossen. Henry kommt auch nicht mehr aus der Reichweite. Das heißt, ich werde Henry opfern müssen. Um Quip-Quap rauszubekommen. Machen Sie Ihren Platz auf Überschein und blättern Sie in den Sonnenuntergang, gedrücken Sie hier, bla bla bla. Panzerführerschein brauche ich nicht mehr. Der Panzer, den es hier gibt, der ist gleich down. Quipkop kann da lang. Dann kann ich zumindest mit Löwe das schon mal einsammeln. Dann muss ich das mit Quipkop nicht mehr einsammeln. Aber im Grunde genommen ist es eh egal. Da kriege ich auch nicht, ne? Nein, da bin ich genau einen. Habe ich genau einen Schritt zu wenig für. Dann beende ich hier den Zug und hoffe, dass der uns nicht sieht. Der da. Enemy's turn. Spotted one. Er überlebt es, aber Henry auch, ne? 80 Schaden überlebt er gerade so. Gut. Er überlebt es. Was? Warum? Warum? Wieso haben die doppelt geschossen? Was ist denn das für ein Betrug? Oh, dieses Level ist unschaffbar. Jetzt schießt er einfach mal doppelt, weil sich gedacht hat, ein Schuss reicht nicht. Okay, dann schießt er doppelt.
Okay, ich habe eine Idee. Ich weiß nicht, ob das funktioniert. Es funktioniert! Tja, Spiel. Verarscht. Ich bring das Viech doch nicht um, ich bin doch nicht doof. Ich spring da einfach hinter. Und wir haben alle drei Zahnräder. Tja, so kann man es auch machen. Dann sage ich jetzt einfach mal, ich hoffe, ihr hattet Spaß. Schaltet doch beim nächsten Mal wieder ein. Bis dann und auf Wiedersehen.